Guten Morgen, ihr Lieben. Und zwar geht es heute darum, dass ich ein neues Programm starte. Das werdet ihr ja im Einspieler schon gesehen haben. Da werde ich bestimmt noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Und ich fange gerade an, hier alles zu planen. Also hier ist so mein Plan drin. Hier ist das Sportprogramm. Ich werde jetzt tatsächlich mit Sport starten. Ich habe schon Kaffee getrunken. Werde jetzt dann gleich Sport machen. Ist eine kurze Sporteinheit heute. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich bin jedenfalls sehr motiviert, diese 24 Tage durchzustehen. So. Ich habe gerade mein Training beendet. Das erste für heute. Morgen versuche ich euch zu filmen. Irgendwie war das nicht so ganz einfach heute. Ich habe eine Armsituation, weil heute war Armtraining. Und ich krieg's nicht richtig hin, gerade meinen Arm oben zu halten. Deswegen nur ganz kurz. Mega geiles Training, mega anstrengend. Ihr seht ja, wie ich aussehe. Ich bin platt ohne Ende. Ich werde jetzt duschen gehen und dann frühstücken. Oh, seht ihr, das zittert, mein Arm zittert. Also. Training 1 absolviert von 24 Tagen. So, ihr Süßen, fertig geduscht und jetzt gibt's Essen. Und so sieht mein erstes Frühstück aus. Ein bisschen improvisiert, weil ich noch nicht alles da hatte. Ja, nach Weihnachten hat man eben nicht mehr so viel da. Und das ist das Essen. Saure Gurken statt normale, weil die normalen sind jetzt hier drauf, weil ich hatte keine Geflügelwurst da. Tomaten und ein Kaffee mit Milch ein bisschen. Und drunter natürlich Vollkornbrot. Das gibt's jetzt zum Frühstück. So, jetzt gibt es Folienkartoffeln. Meine sind jetzt nicht mehr in der Folie offensichtlich. Und Quark, Kräuterquark und ein Tee. So, meine Lieben, der erste Tag ist beendet. Ich liege jetzt schon im Bett. Also ich gucke gerade auf dem Tablet noch eine Serie zu Ende. Und ich wollte euch ganz kurz berichten, wie der Tag so gelaufen ist. Also gehungert habe ich eigentlich nicht. Ich habe zwar relativ spät Mittag gegessen, weil wir noch nicht einkaufen gewesen sind. Und das Einkaufen hat so lange gedauert. Und deswegen gab es relativ spät Mittagessen. Da hatte ich dann doch schon Hunger, habe aber einen Apfel zwischendrin gegessen. Also es ging tatsächlich. Das Essen war sehr, sehr lecker. Die Rezepte sind schnell und einfach zubereitet. Okay, jetzt heute die Backkartoffeln, die haben 50 Minuten in den Backofen gebraucht, aber die sind ja relativ einfach zu machen. Das meine ich damit mit schnell. Dementsprechend würde ich sagen, der erste Tag lief ganz gut. Keine Hungerattacken. Ich habe auch versucht, sehr viel zu trinken. Das ging auch relativ gut, dadurch, dass mein Freund mich auch daran erinnert hat. Guten Morgen, beziehungsweise guten Mittag. Das Frühstück ist ausgefallen, wir waren unterwegs und deswegen gibt es jetzt Mittagessen. Und zwar gibt es das hier. Süßkartoffeln mit Fisch und Quark. Dazu gab es vorhin noch schnell, weil ich wie gesagt nicht gefrühstückt habe, habe ich meinen Snack gegessen, meine Salzstangen, die ich essen durfte. Und ja, nachher geht es noch zur Ausdauereinheit. Aber jetzt erstmal essen. Ich hab Hunger. So, ihr Lieben, Sport erledigt und jetzt gibt es Abendessen. Das ist Strammer Max mit Gurken und Tomaten. Weil ich nicht genug Gurken hatte, habe ich jetzt noch ein paar Tomaten dazu gemacht und lass mir das jetzt schmecken. Finde ich ganz, ganz schlimm. So viel zu dem Thema. Also Tag 1 lief super. Tag 2 war auch echt angenehm. Also ich habe nicht gefrühstückt, weil wir zum Tierarzt unterwegs waren und da relativ lange warten mussten. Dementsprechend waren wir dann noch ganz kurz einkaufen. Gab es jetzt kein Frühstück. Deswegen ist mein Frühstück mein Mittagessen geworden. Beziehungsweise mein Mittagessen das Frühstück. Ich musste trotzdem überhaupt nicht hungern. Also überhaupt gar nicht. Jetzt habe ich allerdings so ein bisschen Lust, was zu naschen. Vielleicht werde ich mir jetzt noch meinen Snack gönnen, weil ich habe noch einen Snack offen. Und eigentlich das Frühstück, ja, aber das lasse ich jetzt einfach ausfallen. Ich hoffe, das ist okay. Ich müsste mal danach fragen im Programm, ob das in Ordnung ist oder wie man dann handhaben soll, wenn man eine Mahlzeit auslassen muss. Wie man dann vorgehen soll, weil man ja eigentlich dann ein Kaloriendefizit ist. Ja, ich werde mir jetzt vielleicht noch was Kleines zu naschen holen, also diesen Snack und dann schlafen. Guten Morgen in the morning. Und zwar gibt es jetzt wieder das Frühstück. Und diesmal habe ich die richtigen Portionen eingeteilt, also richtig abgewogen. Und habe gemerkt, die ersten zwei Tage habe ich offensichtlich zu wenig gegessen. Und dann gibt es noch einen Kaffee mit ein bisschen Milch. Hunger. So, meine Lieben, ich gehe jetzt doch außerhalb des Programms nochmal joggen. Ich habe heute so Lust dazu und das Wetter ist einfach Bombe dafür. Es ist kalt, aber ansonsten habe ich richtig Lust zu. Deswegen bin ich jetzt schon im Sportoutfit und werde jetzt eine Runde joggen gehen, weil ich ja heute ein bisschen außerplanmäßig essen werde am Abend. Weil wir ja heute Silvester haben und deswegen muss ich mich ein bisschen sportlich aktiv betätigen, sozusagen. So, ihr Süßen, das ist jetzt mein Silvesteressen, Teil 1.
ein Burger mit einem ganz kleinen Fleischstück drauf und sonst viel Salat und ein bisschen Käse. Und den Salat vom Mittagessen, den ich nicht leer gegessen habe, weil es so viel war. Hallo meine Lieben, es ist Silvesternacht. Das ist jetzt um die 11 Uhr fast. Draußen ist schon extrem Party, was ganz zum Leidwesen meiner Hunde leider ist. Ich wollte euch aber mal kurz erzählen, wie mein Tag heute lief. Also frühstückstechnisch war super. Ich habe ja erst den Hund zum Friseur gebracht, habe ihn wieder abgeholt, dann habe ich erst gefrühstückt. Und ich habe heute mal zum ersten Mal so richtig, richtig abgewogen und habe gemerkt, ich habe die Tage zuvor, also die anderen zwei Tage, zu wenig gegessen. Gerade beim Frühstück, das seht ihr auf Instagram oder ich versuche euch das auch hier einzublenden. Den ersten Tag habe ich viel zu wenig Gemüse gegessen zum Frühstück, also sprich Gurke und Tomate. Ich hoffe bei euch, dass es auch so, wie es bei uns ist. Ihr sollt da auch durch müssen. Ich mag es nicht. Ich bin kein Silvester-Fan, aber gut. Ja, und habe dann erstmal mich gewundert, wie groß diese Portionen sind. Mein Freund hat es auch nicht geschafft, sie leer zu essen. Ja, die koreanische Suppe gibt es nur, weil es Tradition in Korea ist und mein koreanischer Kumpel uns die extra gekocht hat. Und deswegen werde ich jetzt zur Suppe zurückgehen, die fertig kochen und dann vernaschen. Also ihr seht dann gleich die Suppe. Es fängt gleich schon an. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Frohes neues Jahr. Guten Morgen, es ist der 1.1.2017, 11.15 Uhr und ich habe schon Sport gemacht, ich bin seit um 8 wach, habe schon Sport gemacht, war jetzt duschen, wie man offensichtlich sieht und werde jetzt frühstücken. Heute wird der Tag ein bisschen durcheinander, glaube ich, sehr entspannt, aber durcheinander und heute sieht mein Frühstück so aus, da Tomatenmangel, weil heute Abend brauche ich noch Tomaten und ich irgendwie nicht genug eingekauft habe, weil ich die Mengen irgendwie unterschätzt habe. Ein paar Gurken, Paprika, das Vollkornbrot mit Putenbrust belegt und das Snackwürstchen, was ich jetzt mal mit einintegriere, weil ich es tatsächlich immer nur schaffe, ein Snack zu essen. So, zum Mittagessen gibt es jetzt die Möhrensuppe aus dem Programm mit zwei Vollkorntoastscheiben. Und die ist richtig lecker. Wurde gerade schon gesagt, die sollte ich öfters kochen. So, ihr Lieben, es ist Abendessenzeit und es gibt bei mir ein Käseomelett mit einem Vollkorntoastbrot. Es ist jetzt schon relativ spät, aber ich habe jetzt noch Hunger und das esse ich jetzt noch schnell und das zeige ich euch jetzt mal. Guten Morgen aus der Küche. Wie ihr seht, habe ich schon Sportklamotten an und eine Banane in der Hand. Das bedeutet, ich esse jetzt kurz die Banane, gehe einkaufen und gehe danach gleich joggen, weil heute steht 30 Minuten Cardio an und ich werde ein Intervalltraining machen. Habe irgendwie das für mich entdeckt, finde ich total cool. Danach werde ich duschen gehen, mich fertig machen und zur Arbeit gehen. Yay! Das erste Mal in diesem Jahr. Also, bis später. So, mein Riesenfrühstück, mein Wrap für die Arbeit. Das ist ein Hähnchenbrust-Wrap und ein Booster Zero. Und den werde ich mir jetzt nachher auf Arbeit gönnen. Und das ist jetzt mein Frühstück mit nochmal einem Tässchen Kaffee. Cardio habe ich übrigens schon beendet. Hallo meine Lieben, es ist der fünfte Tag. Ich sitze ein bisschen komisch da, weil ich irgendwie noch nicht die perfekte Position gefunden habe, wie ich euch jetzt filmen kann. Deswegen gibt es jetzt zum Abendessen diesen leckeren Himbeer-Blueberry-Shake. Und ja, das mit den Mengenangaben, ich habe es echt nicht drauf. Ich habe 2,5 Gläser von diesen voll, die ich jetzt zum Abend essen soll. Ich werde das bestimmt nicht schaffen, weil ich, wie gesagt, von diesen anderthalb Wraps noch so satt bin, ja, dass ich wahrscheinlich nur ein Glas schaffen werde und den Rest meinem Freund geben werde. Ich möchte mich halt auch nicht überessen. Das ist jetzt im Moment eher so mein Problem mit dem Programm. Ansonsten fühle ich mich sehr, 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 sehr gut. Habe heute auch mein Training absolviert, die halbe Stunde Cardio. Bin allerdings nicht rausgegangen zum Rennen, wie ich es vorhatte, weil es war einfach extrem kalt und es war Eisschnee, also so Eis, Regen, Schnee, eine Mischung aus beidem heute Morgen. Deswegen bin ich nicht joggen gegangen, sondern ich habe eine Cardioeinheit zu Hause gemacht. Hallo meine Lieben, es ist jetzt 12:30 am sechsten Tag, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Ich bin das erste Mal ein bisschen gerichtet. Ich sehe jetzt nicht mehr ganz so fertig aus wie sonst. Liegt daran, dass ich gleich zur Arbeit gehe. Ich habe heute Morgen nicht gefilmt beim Frühstücken, weil es das Frühstück ist, wie ich es jetzt die letzten paar Tage auch gegessen habe. Also Kaffee und dieses Brot mit Gurke und Tomate, also eigentlich das gleiche wie immer.
Zum Mittagessen gibt es heute den Burger, den ich zu Silvester gemacht habe, mit Frischkäse statt dieser Soße. Und heute Abend werde ich ein Cheese-Omelette essen, das ich euch auch schon abgedreht habe. Also ist der Tag heute relativ langweilig, liegt aber daran, dass ich jetzt einen ganz wichtigen Termin habe vor der Arbeit und ich es vorher nicht geschafft habe, das Essen zu kochen, was ich geplant hatte. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil das Gute an diesem Programm finde ich, was mir heute aufgefallen ist. Wenn man die Basic-Sachen eingekauft hat, kann man ganz viele Rezepte machen, die man viel schneller machen kann, als das, was man vielleicht geplant hatte. Also habe ich heute Plan B gemacht und das ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist dann halt Essen, was ich schon mal gegessen habe. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil bisher jetzt jedes Rezept so, so lecker war. Und ja, so sieht heute mein Tag aus. Also ich gehe jetzt schnell zu den wichtigen Terminen, den ich habe. Danach werde ich zur Arbeit fahren. Vielleicht werde ich noch ganz kurz den Kleinen von der Kita mit abholen, mit meinem Freund zusammen. Und von dort aus direkt zur Arbeit fahren. Und dann heute Abend relativ spät nach Hause kommen. Deshalb, falls ich heute Abend nicht filmen sollte, werdet ihr dieselbe Aufnahme nochmal sehen, wie die an dem Tag, wo ich das Essen schon gegessen habe. Also seid mir da nichts nicht böse, dass ich Essen, was es schon gab, nicht nochmal abfilme, weil das ist eigentlich, glaube ich, Quatsch. So, meine Lieben, die erste Woche ist um. Ich habe es nicht geschafft, am siebten Tag ein Video zu drehen oder euch zu zeigen, was ich gegessen habe, denn es ist wirklich chaotisch gewesen. Ich mache es mir mal kurz bequem und erzähle euch, warum der siebte Tag eine reinste Katastrophe war. So, meine Lieben, es war so, dass ich an dem Tag wirklich voll motiviert losgegangen bin und dachte, jetzt, mega geil, ich plane mein ganzes Essen, koche es vor, dass ich abends oder wenn ich zur Arbeit gehe, nichts mehr zu tun habe, nicht hungern muss oder in Bredouille komme, dass ich irgendwas nicht geschafft habe. Ja, und dann kam das Dilemma. Meine Waschmaschine hat den Geist aufgegeben. Das bedeutet, mit Kleinkind, du musst sofort los und dir eine neue besorgen. Dementsprechend habe ich viele Sachen organisiert, um eben dann loszugehen. Mein Essen stand noch auf dem Herd. Ich konnte es nicht fertig machen. Ich musste es echt ausmachen und stehen lassen. Bin los zum Mediamarkt und habe mir eine Waschmaschine gekauft. Aber das ist nicht so einfach, wie man denkt. So, hey, die hätte ich gerne. Nein, man muss 1000 Beratungen mitmachen. Sprich, es war ein super, super hektischer Tag. Ich musste direkt von dort aus zur Arbeit fahren. Es hat sich extrem gezogen, die Zeit. Es war schweinekalt draußen. Und ich habe tatsächlich nichts zu Mittag gegessen. Das war echt richtig hart für mich. Ich musste auf Arbeit durchhalten. Ich habe es nur geschafft, eine Banane mir noch schnell einzupacken, bevor wir losgerannt sind, um Waschmaschine kaufen zu gehen, dass ich wenigstens eine Banane essen kann. Und das habe ich auch geschafft tatsächlich. Aber es war wirklich sehr, sehr schlimm. Und genau darin liegt mein Problem. Ich habe das Problem, dass ich nicht genug esse. Und also beziehungsweise, dass ich nicht regelmäßig esse. Das versuche ich jetzt mir abzugewöhnen, auch mit diesem Programm. Das ist mein höchstes Ziel, dass ich abnehmen möchte und dass ich eben kontinuierlich esse, weil das ist einfach Gesundheit für mich, dass ich meinem Körper das gebe, was er benötigt. Und das erhoffe ich mir mit diesem Programm, dass ich das lerne für mich, Essen vorzuplanen und so zu planen, dass ich satt bin, ohne zu hungern, ohne dass ich irgendwie einer Mahlzeit auslasse. Das ist wirklich meine Challenge 2017, dass ich das hinkriege. Ja, und dann bin ich nach Hause gekommen, mein Freund hat mir mein Abendessen zubereitet. Das war natürlich sehr, sehr lecker, wie jedes Rezept bisher. Aber es war zu wenig, denn es war das Abendessen. Das Abendessen ist ausreichend für den Abend, wenn du Mittag gegessen hast, aber nicht, wenn du kein Mittagessen gegessen hast. Also musste ich jetzt, das war der erste Tag, wo ich richtig gecheatet habe, weil ich mir dann halt noch zwei Brote dazu gegeben habe. Ich weiß nicht, ob es dadurch jetzt von den Nährstoffen hingehauen hat oder nicht, aber mir ging es gut dabei, ich habe trotzdem sehr gut geschlafen und dementsprechend ist Tag 7 etwas chaotisch geworden, aber ich möchte jetzt noch kurz ein Resümee bisher machen von der Woche, wie es jetzt lief. Das interessiert euch wahrscheinlich am allermeisten. Ich dachte ja, ich hätte Silvester gecheatet, habe ich aber nicht, denn dieses Rezept hatte ich ja auch schon gesagt, gab es in diesem Programm sogar schon, weil ich habe einfach geguckt, okay, wenn ich cheate und nicht nach dem Plan esse, was sind die gesunden Alternativen? Weil es war einfach Silvester, man isst halt doch ein bisschen anders an Silvester, obwohl ich ja kein Silvester-Fan bin, aber ich habe dann halt einen Burger essen wollen und habe mir halt einen sehr gesunden gemacht und später festgestellt, Mensch, den gibt es genauso im Plan. Also es war sehr, sehr gut und ansonsten habe ich eigentlich nicht viel gecheatet, würde ich behaupten. Ich habe eigentlich 1:1 zugelegt, wie ich da nach dem Plan leben soll. Ich habe meinen Sport geschafft und das mega, mega gut. Gut, ich hatte jetzt eine Woche frei. Bin jetzt 3 Tage hintereinander arbeiten gewesen, da ging es trotzdem mit dem Training. Es ist eine Sache von Einplanung. Ich bin ein Morgensportler, ich muss einfach morgens gleich mein Training machen, weil abends bin ich so kaputt, dass ich nichts mehr machen möchte. Da bin ich froh, dass zum Beispiel die Abendrezepte so easy sind, dass die innerhalb von 5 bis 10 Minuten zubereitet sind und ich einfach nur noch sagen kann, ja,
Arme hoch, Beine hoch, ich ruhe mich jetzt aus. Und das war mir sehr, sehr wichtig, das euch mal eben mitzuteilen. Es ist echt nicht so schwer, wie ich gedacht hätte. Ich habe ja wirklich schon einige Sachen durch. Ich hoffe, dass ich für mich jetzt einen Plan gefunden habe, der für mich funktioniert, weil jeder Plan funktioniert natürlich, aber eben nicht für jeden Menschen. Und deshalb hoffe ich, dass ich es damit geschafft habe, jetzt einen Plan zu finden. Aktuell, Tag, jetzt ist schon 8, fühle ich mich einfach wahnsinnig gut. Ich bin sehr motiviert. Ich habe, und das ist das Krasseste, das hätte ich nicht gedacht und ich weiß auch nicht, ob es so weitergehen wird. Bitte, bitte, es wäre schön, aber ich glaube nicht daran. Ich habe 1,7 Kilo in der ersten Woche abgenommen und ich dachte mir gestern, als ich auf der Waage stand, what? Niemals! Und ich habe mich wirklich viermal auf vier verschiedenen Böden hingestellt mit der Waage, um zu schauen, stimmt dieses Ergebnis? Und ja, es stimmt. 1,7 Kilo in einer Woche. Ich war baff. Denn ich hatte nicht das Gefühl, dass ich gehungert hätte oder dass ich 24 Stunden nur Sport mache oder keine Ahnung. Es ist echt absolut machbar. Mit Kind sogar, mit arbeiten gehen, mit zwischendrin irgendwo essen gehen, weil man eben nach Silvester halt oder nach Weihnachten vor allem auch Termine einfach hat, wo man sich mit Freunden trifft. Also es ist absolut machbar. Das ist ein Essen, was jeder essen kann. Wo man nicht jetzt, wenn ein Gast zu euch kommt, sagt, okay, hey, was ist denn das? Da wird man ja gar nicht satt von. Sondern nein, es ist wirklich Essen, was jeder Mensch isst und was man kennt. Als Beispiel, es gibt Strammer Max, es gibt Spiegelei mit Spinat, es gibt Burger. Also es gibt so viel, was man essen kann. Ich bin in Woche 1 mehr als begeistert. So, ich glaube, das Video wird schon viel zu lang. Ich wollte euch einfach nur sagen, 1,7 Kilo. Ich werde euch natürlich am Ende der 24 Tage ein Vorher-Nachher-Foto oder ein Video, ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen werde, im Resümee natürlich zeigen. Ich glaube, dass jetzt 1,7 Kilo nicht so krass in der Kamera auffallen. Deshalb werde ich jetzt kein Vorher-Nachher-Bild zeigen. Das mache ich ganz am Ende. Und ich wurde allerdings schon angesprochen, ob ich denn abgenommen hätte. Das fand ich sehr, sehr krass, denn ich persönlich sehe es nicht, weil ich mich ja jeden Tag sehe. Aber ich merke es an den Hosen, dass sich was getan hat. Und ich hätte es nicht gedacht, ganz ehrlich nicht. So Leute, wir sehen uns im nächsten Vlog wieder. Auch hier bitte nochmal reinschreiben, wie ihr es gerne hättet. Daily Vlog, Weekly Vlog, nur Essen zeigen und danach reden, wie ich es jetzt getan habe, wie es mir gegangen ist. Oder wollt ihr es gar nicht sehen, aber das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ab damit in die Kommentare. Alle Infos zu diesem Programm seht ihr natürlich unten in der Infobox, wo ihr es bestellen könnt, Informationen, was ihr noch nicht wisst. Auch mein Video, wo ich die Einleitung gemacht habe, dass ich dieses Programm mache, verlinke ich euch alles unten oder hier drüben auch nochmal. Also ihr Lieben, bis nächste Woche. Tschüss!